Wie läuft eigentlich die Immocation Masterclass ab? Das möchte ich euch zeigen. Schöne Grüße aus meinem Hotelzimmer in Berlin, kurz vorm Abschlussworkshop der Masterclass. Ich nehme euch heute mal ein bisschen mit. Noch ist hier leer. Und zeige euch mal behind the scenes. Nicht nur, wie der Abschlussworkshop abläuft, sondern versuche euch so ein bisschen die ganze Masterclass zu erklären. Warum? Ja, weil heute kann man sich bewerben auf die Immocation Masterclass. Auf die Immocation Masterclass 2022, wer so Lust hat, teilzunehmen, immocation.de/masterclass. Und jetzt gehen wir mal durchs Hotel. Ich versuche, ein paar Coaches zu treffen, ein paar Teilnehmer, mal zu zeigen, was wir eigentlich die ganzen 6 Monate mit den Teilnehmern machen. Viel Spaß! Also los gehen die 6 Monate mit einer Willkommenskonferenz. Da lernen sich alle Teilnehmer das erste Mal kennen und auch die Coaches, die sich dann eben 6 Monate später auf so einem Event wie hier jetzt gleich treffen. So, jetzt haben wir hier natürlich auch, ja, muss man ja leider, aber zum Glück können wir ja wieder, eine Teststation. Ach, guck mal, da ist schon unser Cheftester. Grüner Punkt übrigens. Gibt es dann, wenn man getestet oder geimpft oder genesen ist. Bald wir in den Räumen sind, dürfen wir die Maske abziehen. Ja. Guten Morgen. Hi, hallo, guten Morgen. Ziemlich leer noch. Guten Morgen. Good morning. Die Kamera war gerade falsch rum. Jetzt müssen wir nochmal einen guten Morgen faken, aber das kriegen wir gut hin. Gell? Geht's euch gut? Sehr super. Gut. Super. Super Mischi gegessen und so. Also richtig fit. Da flüchtet noch jemand vor der Kamera. Was macht ihr gleich? Ich würde sagen, wir coachen gleich. Okay. Ganz wichtig ist, das ist hier keine Frontbeschallung, ja, das ist aktive Mitarbeit. Also wenn die Teilnehmer meinen, sie können sich hier schön zurücklehnen, nochmal die Masterclass in 6 Monaten mal kurz Revue passieren lassen. Das ist absolut aktive Mitarbeit. Hier geht jeder mit seinen eigenen Herausforderungen rein und mit seinen eigenen Lösungen raus, die er vielleicht vorher noch hatte. Und hinterher sind wirklich alle Teilnehmer bestens zufrieden. Und wir freuen uns immer riesig, die Teilnehmer endlich auch persönlich kennenzulernen. Das ist echt das Highlight der Masterclass. Ja, das zeige ich euch gleich auch noch. Wer noch ein Nickerchen machen will, habe ich dem Teilnehmer schon gesagt, am besten jetzt noch schnell eins machen, weil das wären 2 krasse Tage. Kannst du kurz mal erklären, was die Wissensdatenbank ist? Oh, die Wissensdatenbank, ja, die habe ich besonders lieb. In der Wissensdatenbank kann jeder Teilnehmer jederzeit Fragen stellen. Keine komplexen Projekte oder irgendwas, aber wenn ihn einzelne Fragen bewegen, dann stellt er die da rein und bekommt innerhalb von 48 Stunden, ich muss gestehen, meistens schaffe ich es ja innerhalb von 12 Stunden. Ja, also die meisten beantwortet tatsächlich der Markus. Ja, ne? Ja. eine Antwort und eine ausführliche Antwort und natürlich eine adäquate Antwort. Niemals gibt es die Antwort, guck doch mal da, guck doch mal da, das war doch in dem und dem Video, vielleicht als kleiner Hinweis, aber es gibt immer eine richtige Antwort und es gibt weder dumme Fragen noch dumme Antworten. Also nutzt das. Ich bin ja immer wieder überrascht, dass ich Teilnehmer hier kennenlerne, die das noch nie benutzt haben. Ich kenne die ja alle vom Namen her, zumindest Vorname in Verbindung mit dem Nachnamebuchstaben. Es gibt immer wieder welche, die haben das bis jetzt nicht genutzt. Solltest du nicht dazugehören. Also stell jetzt eine Frage. Swipe up. Robert Voller. Wow. Also um es euch kurz zu erklären, die Teilnehmer reisen ja nach 6 Monaten dann hier an und haben im Idealfall die ganzen Lerninhalte gesehen, hatten Webinare, haben ihre Fragen der Wissensdatenbank gestellt, sind sehr aktiv am Immobilien investieren. Und was wir hier nicht machen, ist ein Frontalvortrag. Also ich mache gleich eine 30-Minuten Begrüßung, einmal kurz in diese Runde quasi. Und dann bauen wir auch die Stühle ab und dann geht es in einzelne Gruppen. Ja, das hier ist die eindeutige Darstellung der Methode hier für den Abschlussworkshop. Und das sind unsere Tischgruppen. Und was haben wir? Akquise, Steuern, Finanzierung, Entwicklung, also Aufwertung von Immobilien, Sanierung, Neubau, Mietermanagement, Fix and Flip, Netzwerken und Strategie. Und da rotieren quasi die Gruppen und arbeiten dann an den Tischen mit den Coaches zu den Themen und ihren jeweiligen Herausforderungen zu diesen jeweiligen Themen. So, jetzt gehe ich auch noch mal was frühstücken, bevor es hier losgeht. Bis gleich. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Oh, es ist hier natürlich schon was los. Hallo, guten Morgen. Hallo. Nein! Das ist übrigens die Natascha, die lernt ihr gleich kennen. Guck. Also, Natascha ist Abteilungsleiterin des Kundensupports bei uns. Ein großartiges Team, was sich eben unsere Masterclass-Teilnehmer die 6 Monate und auch darüber hinaus kümmert.
Und sie lebt in Chile, arbeitet von dort und steuert von dort das Team und den Masterclass-Support. Und deswegen kennen wir sie alle sehr, sehr gut, sehen sie regelmäßig, aber sehen sie nicht live. Und sie ist jetzt zu Besuch eben hier heute. Und das ist ziemlich cool. Hi. 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 Gute Anreise gehabt? Jetzt geht's los. Oh, wunderschön. So, jetzt gehen wir mal in einen von den Gruppenräumen und schauen mal, was da so passiert. Es geht ja darum, erstmal mit einer Bank zu starten. Ja. Und da gibt es ja manchmal zum Beispiel Objekte, wo Gewerbe drin ist, mehr als 20-30%. Dann sagt die Bank, wir machen nur 20% oder null Gewerbe. Dann hast du ein Objekt, wo Gewerbe mit drin ist, dann sagst du, okay, würdest du gerne mit euch machen, aber ihr habt ja gesagt, wir machen kein Gewerbe, geht jetzt zu anderen Bank, und zwar die sagt, wir machen gerne Gewerbe. Ich würde also eine Bank nehmen, die komplementär ist. Bitte nie sagen, wenn euer Zins nicht gut ist, geht. Ich hatte gestern einen hier, der sagte, ja, dann sagt ihr, wenn dein Zins nicht gut ist, gehst du zur nächsten Bank. Das macht ihr bitte nie. Nie gegeneinander ausspielen, sondern immer nur komplementär das Ganze machen. Wenn ihr Volumen aufbaut, dann braucht ihr auf Dauer eine zweite Bank, weil die erste Bank dann irgendwann mal sagt, jetzt wird es eng bei Ihnen. Ja, noch ein, zwei Häuser. Wenn das kommt, dann wisst ihr schon, okay, Signalwirkung, jetzt bitte zum nächsten Mal. Und dann guck wirklich mal. Wenn ich wirklich sage, 10.000 Euro ist mein Ziel. Ich vermiete für 10 Euro, dann brauche ich 1.000 Quadratmeter Wohnfläche. Schaut mal, wie viel Wohnfläche ihr überhaupt braucht, um euer Ziel zu erreichen. Dann braucht ihr gar nicht so viel. Okay? Macht euch ja keinen Stress. Ah, jetzt habe ich natürlich vergessen, den Markus zu fragen. Er liebt die Frage, wie kriegt man den besten Zinssatz? Ich wusste nicht, hat sie zwei Beine? Krass. Die Natascha gibt's, gell? Ich hab gedacht, du wärst ein bisschen größer. Ja, naja, ich zieh gleich High Heels an und bin ich ein bisschen größer. Erzähl uns, was ist das Team Natascha und was macht das? Ja, wir kümmern uns darum, die Masterclass-Teilnehmer zu begleiten, zu betreuen, sie onzuboarden, sie durch die Masterclass 6 Monate lang zu begleiten bei all ihren Fragen, die sie haben, sie danach zum Abschlussworkshop zu schicken und auch danach zu betreuen und zu schauen, dass sie es schaffen, aus ihrer Masterclass das rauszuziehen, was sie sich vorher vorgestellt haben und ja, ihr Leben verändern, indem sie ihre Ziele erreichen, Immobilien zu machen. Wie viel seid ihr im Team? Zweistellig auf jeden Fall. Wir sind zweistellig mittlerweile, ja. Und erklär mal, wie funktioniert der Masterclass Support? Also wie arbeitet ihr mit den Teilnehmern zusammen? Ja klar, wir kümmern uns halt alle gemeinsam um die Masterclass Teilnehmer. Es gibt welche wie die Hope zum Beispiel, die setzen am Anfang an, die begrüßen die Teilnehmer im Onboarding Call. Dann gibt es welche, die sich dann um die Halbzeitgespräche kümmern, die Fragen beantworten, die per E-Mail, WhatsApp reinkommen. Wir rufen die Teilnehmer an. Was kommen da so für Fragen? Kann ich ein Coaching haben? Soll ich vielleicht das Coaching lieber mit dem Experten machen oder lieber mit dem? Wie finde ich eine Lösung für dieses Problem? Aber auch so ganz banale Sachen manchmal. Ja. Wo ist denn mein Zoom-Link? Ich habe den nicht gekriegt. Wo ist der denn? Für das nächste Webinar. Ist es, stimmt es, dass der Stefan, du hast das auch mal erzählt, glaube ich, gell? Der Stefan hat irgendwann mal gesagt, wir müssen wie ein 5-Sterne-Hotel sein oder so. Oh. 5-Sterne-Kreuzfahrtschiff. Ach, Kreuzfahrtschiff. Was ist das 5-Sterne-Kreuzfahrtschiff? Was war eine Situation, eine Geschichte, die dir spontan einfällt, mit einem besonderen Problem, weil du kannst ja auch Zeit zum Überlegen lassen, mit einem besonderen Problem, was wir lösen mussten. Ach, mir fallen jetzt nur so die klassischen Probleme ein, aber... Na, erzähl mal ein klassisches. Ein klassisches Problem ist, der Teilnehmer ist in die Masterclass gestartet, hat alles wunderbar mitgemacht, hat sich auch in seiner Mastermind-Gruppe total wohlgefühlt. Ja, und dann kommt er an die Situation, dass er jetzt irgendwie nicht weitermachen kann, hat keine Zeit, weil irgendwas in seinem Leben passiert war und denkt sich, Mist, jetzt habe ich das gemacht und muss jetzt einfach weitermachen, weil die 6 Monate sind ja dann zu Ende. Ja, dann ist das überhaupt kein Problem für uns. Dann sprechen wir mit ihm, gucken, was hat er schon gelöst, wie kann er es weitermachen. Ne? Wissensdatenbank ist ja jederzeit verfügbar. Vielleicht kann er sich auch den Videokurs schon mal nebenbei anschauen, während er dann aber einfach weniger Zeit hat. Und vielleicht kommt er in 3-4 Monaten nochmal auf uns zu, halten wir dann alles fest. Und dann machen wir zum Beispiel, sagen wir einfach, du kannst nochmal mit einer neuen Gruppe starten, mit einer neuen Mastermind-Gruppe. Und deinen Abschlussworkshop, den verschieben wir auch mal, überhaupt kein Problem für uns. Und ja. So passen wir das dann einfach an und der Teilnehmer ist total happy, weil für ihn war das halt ja, echt ein Problem. Was war, würdest du sagen, die schönste Geschichte, die du irgendwie mit unseren Teilnehmern
Ich glaube, der erste Meilenstein, den auch viele Teilnehmer feiern innerhalb ihrer Mastermind-Gruppen, was wir auch mal mitbekommen, ist einfach, ich bin jetzt zum ersten Mal beim Notartermin. Das ist einfach so ein krasses Gefühl wahrscheinlich. Das erzählen die euch auch dann? Oder? Das erzählen die meistens in der Mastermind-Gruppe, wo ja auch ein paar Support-Mitglieder auch mit dabei sind. Ja, stimmt, ja. Ja, da zeigen die dann stolz ein Bild und vom Vertrag und alles Mögliche. Und dann denkst du, boah, geil. Ja. Da weiß man, so, da ist es jetzt ins Rollen gekommen. Das hätte ich mich vorher einfach alleine nicht getraut, sondern hätte es einfach wieder vielleicht auf die Seite gelegt. Ne? Und richtig. Nee, dann bin ich mit dem Exposé zum Coach gegangen und der hat mir gesagt, das machst du so. Dann habe ich das gemacht, habe mich getraut, bin drüber gesprungen und es hat geklappt und bin eigentlich noch viel happier, als ich mir vorher vorstellen konnte. Sind ja unter uns. Ja. Was, wie sind denn unsere Coaches so? Geil, geile Frage auf jeden Fall. Sehr besorgt auch um die Teilnehmer. Also ich weiß noch, die Coaches, die halt von Anfang an, ich kannte die ja von Anfang an, ne? Die so von Anfang an dabei waren, Basti und Daniel sind so die Urgesteine irgendwie. Und da merkst du halt einfach, die sind total besorgt, dass jeder so seinen Schritt weiterkommt. Ne? Und von Anfang an, ne? Wo wir mit 30 Leuten im Durchgang gestartet sind und so, da waren die schon voll dabei und auch immer noch, jetzt wo mehr Teilnehmer in der Masterclass sind. Sind die genauso besorgt, ne? Ja. Weil oftmals wirken die Coaches natürlich bei Videos und so weiter als Experte und haben mir super viel Wissen mitgebracht und viel Erfahrung. Aber dann zu erkennen, wie herzlich sie zu einem sind, das finde ich einfach so toll. Und auch den Respekt, den sie einem dann einfach gegenüber immer auf also Augenhöhe. Auch mir gegenüber, weil ich war ja am Anfang alleine mit allen, so. Da hatte ich ja noch kein Team und ich war diejenige, die das dann für sie organisiert hatte und das war immer, also ich habe mich da immer total wohl gefühlt und auch einfach auf gleicher Augenhöhe irgendwie so. Ne? Ja. Vielen Dank. Gerne. Jetzt habt ihr vielleicht einen Eindruck, jetzt muss ich euch das noch schnell erzählen. Wir haben ja mittlerweile selbstverständlich, danke Hope, die gerade die Kamera ausrichtet, wir haben ja selbstverständlich, was muss man in Deutschland machen? Man muss sich TÜV zertifizieren lassen. Und tatsächlich sind wir mittlerweile ja eine anerkannte Bildungseinrichtung, schon ein bisschen länger. Und wir sind mittlerweile sogar TÜV zertifiziert. Und zwar die einzige TÜV zertifizierte Bildungseinrichtung zum Thema Immobilien in Deutschland. Und ich glaube, ihr habt gerade einen Eindruck gekriegt, warum das überhaupt möglich war. Weil wir so ein tolles Team und solche tollen Prozesse auch haben und natürlich auch unsere tollen Lehrkräfte in Form unserer Coaches. Hier ist andere Themen noch so ein bisschen ein und im Großen und Ganzen. Hier steht 1000 Halle. Freuen sich mal alle, wenn man mit der Kamera reingelaufen kommt. So, hier ist Raum 21. Hallo. Tatsache. Hi Martin. Hallo. Willst du erklären, wie die Masterclass abläuft? Wie die Masterclass abläuft? Was passiert so 6 Monate lang? Unbedingt nein, ich habe Hunger. Okay, schade, er hat Hunger. Also ich erkläre es euch kurz. So Monat 1, 2, Standort finden, Akquise machen. Ach, hier ist schon Kaffeepause. Und dann Monat 3, 4 geht es dann in die konkrete Umsetzung gemeinsam. Hallo! Hallo! So, da sind die Gruppen schon fertig. Jetzt gucke ich mal, hier ist... Oh. Ihr habt... Das mache ich mal so, guck mal so, auf das laufe ich mal mit dem Telefon. Darf ich mich da zusetzen? Ist da noch frei? Hier. Österreich ist wieder da, hallo! Immer wieder Österreich. Hi. Paul, sag mal, kann man 2022 Immobilien kaufen? Warum nur 2022? Servus, André. Also ich hoffe, das kommt rüber, wie toll dieses Team hier ist, wie viel Spaß die Coaches haben, wie viel Leidenschaft da drin steckt. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Natürlich haben wir alles an strukturierter Wissensvermittlung, haben einen roten Faden, eine vollständige Ausbildung. Wir können jede fachliche Frage beantworten, garantiert. Wir haben alle Dokumente, die es braucht und so weiter. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist ja, dass ich ein Team habe und mit einem Team arbeiten kann, was mir die Sicherheit gibt, meine zum Beispiel erste Eigentumswohnung zu kaufen oder mein erstes komplexes Mehrfamilienhaus zu kaufen und zu entwickeln. Und das steckt hier in jedem. Jeder in der Masterclass, jeder Coach, aber auch jeder ehemalige Teilnehmer möchte Teilnehmern helfen, sodass sie Sicherheit gewinnen bei ihren Immobilienprojekten. Also
machen. Okay, vorbei. Hi. Hi. Beim Kauen fotografieren. Okay, ist immer nett. Gut? Mhm. Ja, sehr lecker. Zitronenkuchen habe ich gerade schon gelernt, gell? Mhm. Genau. Ist der Workshop auch gut? Ja. Oh, super. Besser als der Kuchen. Besser als der Kuchen. Sogar, sogar. Möchtest du kurz erklären, was dir gerade hier widerfahren ist von deinen lieben Coaching-Kollegen? Ja, eigentlich ist das hier mein Raum, aber jetzt offensichtlich nicht mehr. Jetzt ist der Akquise und ich wurde gerade verlegt. Die haben schon ihr Schild hingehängt, weil die hätten gerne einen Tageslichtraum. Ja, und ich darf in den Bunker. So, gleich geht's zum Abendessen. Also ist auf jeden Fall auch anstrengend natürlich, so ein Workshop-Tag. Ich möchte eine Sache euch sagen, die ich den Teilnehmern immer wieder sage, die ich für so unglaublich wichtig halte auf diesem Workshop und generell. Es ist eine natürliche Informationsflut, was man jetzt wieder sieht. Die Teilnehmer schreiben hier zettelweise, schreiben sie Sachen auf und sind ja über an 9 Tischen über die 2 Tage, haben dann immer 1,5 Stunden an dem Tisch, es wird diskutiert, es ist wahnsinnig viel Input. Der entscheidende Punkt ist aber nicht der Input, der entscheidende Punkt ist meine ganz konkrete Next Action. Und das werde ich morgen bei den Teilnehmern erfragen. Was haben sie sich vorgenommen? Was tun sie jetzt? Wenn die alleine an jedem Tisch nur eine mitnehmen, haben die 9 Next Actions nächste Woche. Und das verändert dann wirklich Leben. Das ist die Idee, die es auf dem Workshop hier gibt. Und ja, das ist auch anstrengend für mich. Ehrlich gesagt, für mich ist es noch entspannter als für die Coaches, weil ich muss ja an den Tischen nicht immer dabei sein. Ich kann auch mal eine Pause machen und komme dann zu den Pausen und kann mit den Teilnehmern sprechen. Aber für die Coaches natürlich auch brutal. Aber insofern ist jetzt eine halbe Stunde Pause und dann gibt es Abendessen und an die Bar. Und ich mache heute alkoholfrei, fest vorgenommen, dass ich morgen fit bin. Das habe ich schon an anderen Workshops nicht gemacht. Und wenn man dann auch nachts zum Späti geht mit ein paar Teilnehmern und dem Basti und dem Martin und dem Markus, dann ist auch ganz schnell mal 3 Uhr und dann ist am nächsten Tag ein bisschen schwieriger und mit den Next Actions noch schwieriger. So, jetzt müssen wir mal eins machen. Ich muss mal... Marco, Wolverine. Oh ja, ey. Der Wolverine ist heute ein ganz wenig schon... Man ich habe meinen Rasierer die Woche nicht dabei. Wäre uns gar nicht aufgefallen. Sehr gut. So, aber Jochen, kannst du uns mal kurz erklären, was Einzelcoachings sind im Rahmen der Masterclass? Also, jeder hat Einzelcoaching-Gutscheine und wenn er ein spezielles Thema hat, zum Beispiel, er kauft gerade ein Objekt und ist sich unsicher, ob der Deal jetzt gut, schlecht oder mittel ist und wie er ihn finanzieren soll, dann ist zum Beispiel ein Einzelcoaching. Also Spezialthemen in die Tiefe oder Strategie oder Zeit oder Standortsuche, das ist ein Einzelcoaching. Ja. Kannst du dich an irgendeine, was war so dein Einzelcoaching, was dir spontan einfällt? Also Jochen, ich habe noch einen Hauptjob und ich möchte investieren, aber irgendwie verliere ich immer die Objekte, weil ich keine Zeit habe für Besichtigung. Ja, zum Beispiel. Ja. Wunderschönen guten Morgen aus meinem Hotelzimmer. Das ist jetzt der Moment, wo es sich ausgezahlt hat, nicht beim Späti gewesen zu sein. Jetzt geht es gleich zum Frühstück, dann gehen die Teilnehmer wieder in die Gruppen. Also es gibt da 9 Tische, wo die durchwandern. Gestern hatten sie quasi 5, heute ist Nummer 4. Dann gibt es nachher einen Abschluss. Zeige ich euch, ich nehme euch mit. Morgen. Morgen. 4, 5, 2, 4, Herr Lücke. So ist es. Gut geschlafen. Total. wann war der im Bett? Das ist mein großer Moment. Ich habe Martin Richter im Jogginganzug erwischt. Ich geh nie ohne Anzug raus, weißt du? Ja, wie kommst du dazu, Martin? Ich war Pumpen schon im Outdoor. Selbstverständlich. So, jetzt gehen wir mal zusammen auf die Suche nach Daniel. Daniel macht den Tisch Entwicklung. Damit ist gemeint Aufwertungsstrategien und Entwicklung für Immobilien generell, immer sehr gerne Mehrfamilienhäuser. Und es gibt so die Tendenz beim Daniel, dann auch gerne mal so in das Thema Mindset abzudriften, was am Ende ja tatsächlich die Basis für alles ist. Gehen wir ihn mal suchen. Mal gucken, ob er über Mindset spricht. Typische Investorentwicklung. Wie entwickelt sich der Investor? Wir haben als erstes mal erste Eigentumswohnung kaufen mit ein bisschen Cashflow. So der typische Anfang.
Wenn ich das gemacht habe, von verstanden habe, dann passiert die zweite Phase. Ich wiederhole das. Und die ganze Masterclass war cool für dich? Hat dich verändert? Ja, wahnsinnig. Also ich bin Anfänger, darf ich mal ganz zumachen? Ich bin Anfänger, also blutiger Anfänger, habe nichts mit Immobilien bis jetzt gemacht. Was mir bei euch gefallen hat, und das war eigentlich das Buch, was schon gezeigt hat, da ist Systematik, und ich komme aus Juristerei, ist hier Systematik, da komme ich her. Aber auch Pragmatismus, und man kann einsteigen, ohne Systematik zu leben. Also man kann so Symbiose bilden zwischen Systematik und Pragmatismus und irgendwie machen. Und das hat mir an der Masterclass gefallen. Cool. Du bist zwar getrieben, systematisch was zu lernen und zu machen, aber du kannst auch Immobilie kaufen und sonst dein Ding durchziehen. Das ist das Schöne. Ja, ja. Und ich glaube, das lag mir und das liegt mir eher. Ja. Insofern, Immocation-Gruppe und die Coaches sind immer mit Begeisterung dabei. Das habe ich selten erlebt. Ja, ja. Nicht nur dabei, sich zu netzwerken und auszutauschen, sondern uns auch Wissen zu vermitteln. Also es ist jetzt so, ja, ich will dir was geben. Freut mich. Vielen Dank. Super. Jetzt lasst was essen. Bis später. Danke. Ciao. Vielen Dank für die Teilnahme an der Immocation Masterclass. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und seht das bitte nicht als ein Ende von der Masterclass, sondern als den großen Anfang eurer Investorenkarriere. Ganz viel Spaß dabei, macht's gut, tschüss. So, der letzte Teilnehmer gerade raus. Ich hoffe, das war ein interessanter Blick hinter die Kulissen der Masterclass. Das war eben jetzt hier der Abschlussworkshop, für mich das absolute Highlight der Masterclass, was wirklich ein ganzes Wochenende dann ist mit den Teilnehmern. Und ja, wie gesagt, wenn du selber teilnehmen möchtest an der Immocation Masterclass, es ist eben die Bewerbungsphase genau jetzt eröffnet, wenn dieses Video rauskommt, für die Immocation Masterclass 2022. Bitte dann bewerben auf immocation.de/masterclass. Warum bewerben? Weil ich glaube, es wurde klar, wir versuchen hier wirklich sehr, sehr individuell zu betreuen. Wir haben uns auch bewusst entschieden, dieses Programm nicht größer zu machen. Es bleibt genau so, wie es ist. Deswegen gibt es einfach streng limitierte Plätze. Und die waren beim letzten Mal sehr, sehr schnell weg. Das heißt, am besten jetzt gleich bewerben. Die Bewerbungsphase endet in wenigen Tagen. Und wenn du dich bewirbst, dann melden wir uns bei dir und vereinbaren ein persönliches Gespräch. In dem Gespräch erklären wir dir alle Details rund ums Programm. Und wir wollen auch gerne verstehen, ob du zum Programm passt. Für uns ist einfach wichtig, dass du wirklich interessiert bist, nicht nur interessiert bist an Immobilien, sondern wirklich entschieden bist, Immobilien umzusetzen. Das besprechen wir gemeinsam und dann entscheiden wir gemeinsam, ob du an der Masterclass teilnimmst. Würde mich sehr freuen. Immocation.de/masterclass und bis bald.